Jetzt können wir anfangen. Vielen Dank, Herr Stöber, und herzlich willkommen bei der Pressekonferenz des SV Frankfurt vor dem Spiel am Sonntag gegen 1860 München. Herzlich willkommen auch Carlo Kiefer vom Aufsichtsrat, Julius Rosenthal, der wahre Präsident des SV Frankfurt und unser Cheftrainer Hans-Jürgen Boysen natürlich. Am Sonntag spielt die Mannschaft des FSV gegen die Blauen in Rot. Es ist jetzt auch statistisch belegt, dass der FSV der Pechvogel oder dass die Mannschaft die Pechvögel der Liga sind. Insgesamt 5-mal in dieser Saison haben sie schon Latte oder Pfosten getroffen. Das erste Mal war ja bei dem Spiel gegen Union Berlin. Keine Mannschaft hat bisher so oft Latte oder Pfosten getroffen. Dabei ist der FSV auch die Mannschaft mit der höchsten Schussgenauigkeit der Liga, 51,2%. Die zweitbeste Mannschaft in dieser Hinsicht ist übrigens 1860 München. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob da die Pfosten- und Lattentreffer mit einberechnet sind oder nicht. Alles Weitere zum Sportlichen jetzt von Hans-Jürgen Boysen. Ja, zunächst mal personell muss ich sagen, darf ich sagen, dass es bei uns sehr gut ausschaut. Björn Schlicke hat in relativ kurzer Zeit seinen Sehbruch überwunden. Somit fehlt außer Jun, Schutte und Tufan, unser Langzeitverletzter, halt eben, oder fehlen nur zwei Spieler und die große Auswahl herrscht. Und 5 Spieler habe ich heute schon für das Training morgen früh bei der U23 abgestellt, die am Sonntag gegen die kleinen Bayern am besten wieder was Zählbares erreichen. Und 3 weitere werden folgen. Das heißt, es wird den einen oder anderen Härtefall geben. Die Auswahl ist groß, die Trainingsqualität hoch. Und das ist natürlich ein angenehmer Zustand, den ich auch nach dieser bisher abgelaufenen Trainingswoche wieder feststellen darf. Was auf uns zukommt, weiß ich. Wir spielen gegen eine sehr offensivstarke Mannschaft. Die Löwen waren bisher am treffsichersten. Sie haben wirklich eine hohe Qualität in Abschluss und Vorbereitung. Wenn ich an Halfa denke, an Aigner, wenn ich an Benny Laut oder Volland denke, darf ich feststellen, dass es natürlich wirklich sehr, sehr hohe Qualität ist, die da vorne drin bei den Löwen herrscht. Und sie sind aber ebenso im defensiven Mittelfeld gut aufgestellt. Sicherlich, das hat man in St. Pauli gesehen, mit Problemen in der Defensive behaftet. 2-0 geführt, 4-2 verloren. Ist halt eben auch ein Ansatz für diese Begegnung bei den Löwen. Ich weiß auch, dass die Begegnungen in der Vergangenheit immer sehr torreich waren. In München das 3-3, dann hatten wir schon 3-2 und mir ist es nicht unrecht, wenn wieder viele Tore fallen, nur soll es am Ende halt eben eins mehr für uns sein. Dann wäre es ein wunderbarer Abschluss dieses Spieltages für uns. Wir streben natürlich an, in München was zu holen, zumal wir in der Ferne bisher immer eine gute Visitenkarte abgegeben haben. Und ich weiß natürlich auch, dass der FSV, wie eben schon, ich hoffe, es wurde sehr aufmerksam aufgenommen. Auch wenn wir noch nicht so oft getroffen haben, wissen wir, wo das Tor steht. Die häufigsten Abschlüsse zum gegnerischen Kasten sind Beleg dafür. Darüber hinaus steht der FSV Frankfurt in der Statistik der gewonnenen Zweikämpfe in der Passgenauigkeit sehr, sehr hoch in der Tabelle. Und das sind alles Dinge, die wir im tagtäglichen Trainingsbetrieb auch provozieren oder trainieren, uns aneignen wollen. Flüssige Kombinationen, Durchschlagskraft, Torchancen und Tore. Und das Letzte ist das, was wir noch deutlich verbessern können, aber wir haben ja auch bekanntlich im letzten Spieltag wieder ausreichend davon kreiert und der Knoten, der wird platzen. Ich habe, wenn man die Statistik betrachtet, auch ist es eine Bestätigung unserer Arbeit in den letzten Wochen und deswegen ist mir es auch vor dieser schweren Aufgabe in München nicht bange, zumal ich weiß, dass die Offensive der Löwen sehr stark ist, aber unser Defensivverhalten insgesamt, unser Abwehrverhalten halt eben auch sehr gut ist. Ja, wir haben auch mit die wenigsten Gegentore bekommen, da stehen wir auch sehr ordentlich in der Tabelle da und ja,
wir fahren optimistisch in den Süden und sind gut vorbereitet auf diese schwierige Aufgabe. Dankeschön. Herr Beusen, könnt ihr die Namen der 5 Spieler verraten, die in der zweiten Mannschaft spielen und trainieren werden? Es ist zum einen Pierre Kleinheider im Tor, das ist Theo Dosiatis, das ist und dann unsere 3 Nachwuchsspieler, Henneböhle, Uimer und Hofmeier. Journalisten festgestellt, dass sie zu klein sind. Gibt es neue? Zu groß sind sie, Entschuldigung, 1 Zentimeter. Gibt es neue Trainingstore? Ich denke, dass es die Größe der Tore nicht daran lag, dass wir so oft Aluminium getroffen haben. Ich habe ja davon gesprochen, dass es Pech war, aber wir spielen ja manchmal auch auf 1 Meter und auf 5 Meter Tore. Und wir müssen in der Lage sein, egal ob das 1 Zentimeter mehr oder weniger ist, in der Höhe oder in der Breite, einfach so präzise abzuschließen, dass wir egal in welche Größe treffen. Und deswegen trainieren wir auch permanent auf verschiedene Größen, um die Präzision und die Zielsicherheit zu fördern. Und aber da sieht man mal, wie genau bei uns alles gemessen und beobachtet und bearbeitet wird. Das ist schön.